ihr kennt es bestimmt auch. Bei manchen Projekten gibt man sich unfassbar viel Mühe. Man schleift die Bretter, die man nicht immer sieht, und finisht sie am Schluss auch noch. Und da ist die Enttäuschung halt eben ganz, ganz groß, wenn das am Schluss nicht so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. Ich habe mir vor ein paar Wochen eine Staublösung gebaut oder dachte, das wäre die Lösung für meinen Langbandschleifer. Aber das hat halt eben nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Bleib am Video dran, wenn du wissen möchtest, was ich da falsch gemacht habe. Bleib aber auch am Video dran, wenn du wissen möchtest, wie ich diesen Fehler verbessert habe. Das ist speziell für die Leute interessant, die auch planen, eine Absauganlage einzurichten oder auch so ein paar Probleme mit ihrer Absauganlage haben. Denn das sind so die Probleme oder das Problem, was öfters mal vorkommen kann. Bevor ich euch aber diesen Fehler zeigen kann, müssen wir erst ein bisschen was arbeiten und damit geht's jetzt los. Ich brauche für diesen Langbandschleifer eine Kiste, in der halt eben der Schleifstaub gesammelt werden kann. Eine Absauganlage in dem Sinne brauche ich hierfür nicht, weil dieses Flügelrad bereits am Langbandschleifer direkt hinten montiert ist. Das Holz, was wir im heutigen Projekt benutzen, ist ein bisschen spezieller. Als erstes benutze ich nicht normales Multiplex, das wäre ein bisschen langweilig gewesen. Dieses Holz lagert schon extrem lange draußen, zwar überdeckt, aber teilweise wird es dann auch ein bisschen nass, was zur Folge hatte, dass viel Holz tatsächlich kaputt gegangen ist und ganz morsch war. Aber das Holz, was noch einigermaßen gut ist, hat sehr, sehr schöne Farben bekommen, was halt später sehr, sehr schön aussehen wird. Und wenn ihr das sehen möchtet, müsst ihr warten, bis wir was finishen, da kommen die ganzen tollen Farben von diesen Brettern zur Geltung. Ihr seht ja auch teilweise, dass ich ganz viel Holz an der Tischkreissäge schon rausgeschnitten habe, weil es zerrissen war oder einfach nicht mehr zu gebrauchen. Dazu habe ich sie auf der Tischkreissäge erstmal grob abgelenkt und habe sie dann an meinem Besäumanschlag ein bisschen zugeschnitten. Das bedeutet, die Risse habe ich rausgeschnitten und manche Waldkanten, die noch dran waren, habe ich da auch direkt rausgeschnitten. Ganz wichtig, schneidet solche Reste am besten direkt klein, weil sonst lagern die sich überall in der Werkstatt ein und man hat am Schluss keinen Platz mehr. Ich lenke das ganze Holz auch übrigens hier wieder mit meinem Schiebeschlitten ab. Den habe ich selbst gebaut. Er spart einem fast schon, würde ich sagen, eine Kappsäge. Das Video dazu verlinke ich dir mal oben rechts. Ich habe hier manche Bretter dabei, die waren ein gutes Stück breiter. Die habe ich dann direkt beim Besäumen ein bisschen schmaler geschnitten. Ich finde, das ergibt dann eine schönere Optik später beim verleimten Brett. Nachdem ich diesen ganzen Haufen erstmal abgelenkt und besäumt hatte, hatten wir natürlich einen riesen Haufen Holz, der gehobelt werden musste. Ein kleiner Funfact, nachdem ich das alles gehobelt hatte, waren meine Hobelmesser auch endgültig stumpf. Nachdem alles gehobelt war, habe ich angefangen, die Bretter zu verleimen. Ich achte hierbei immer so ein bisschen drauf, dass sich die Farben schon relativ stark unterscheiden, weil das ergibt einfach ein schöneres Bild, wie ich finde. Nochmal ein kleiner Hinweis, die Rohrschraubzwingen sind jetzt wirklich bald wieder verfügbar. Schau einfach in der Videobeschreibung nach, da findest du dann den passenden Link. Diese Kiste ist 1 Meter breit, das bedeutet, ich habe die in Etappen verleimt. Ist einfach ein bisschen einfacher beim Verleimen und ich musste mal keine extra Verlängerungsrohre für die Rohrschraubzwingen kaufen. Und auch solch große Bretter kann man problemlos auf dem Langbandschleifer schleifen. Man muss zwar dann ein bisschen improvisieren, aber es hat doch sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin immer wieder erstaunt, welch tolles Holz da zur Geltung kommt, wenn man das nur ein bisschen bearbeitet und wieder aufpäppelt. Deswegen benutze ich es auch sehr, sehr gerne. Nachdem alles grob geschliffen war, ging es an den Zuschnitt. Das habe ich teilweise an der Tischkreissäge gemacht, teilweise mit der Tauchkreissäge, aber auch dann teilweise wieder mit der Tischkreissäge. In den Boden habe ich einfach ein bisschen USB-Restholz reingemacht, das sieht man später nicht und von daher fand ich das hier vollkommen okay. Diese ganzen Fugen in der Kiste habe ich dann später auch wieder mit Silikon abgedichtet, damit da einfach kein Staub rausgedrückt wird. Die Rohrleitung habe ich aus 180er KG-Rohren gemacht, also ganz schöne Oschis. Und die Kupplung zum Langbandschleifer selbst musste ich an der Drechselbank ein bisschen aufdrechseln, weil die am Anfang nicht drüber gepasst hat. Aber zum Glück habe ich eine Drechselbank, da könnte ich das ein bisschen größer drechseln. Hier seht ihr, wie man stümperhaft ein großes Loch in eine Multiplexplatte reinbekommt. Ich habe einfach mit einem großen Forstnerbohrer viele Löcher gebohrt und habe es anschließend mit der Oberfräse ein bisschen glatt gefräst, wie man es nennen möchte. Schreib mir aus dem Grund gerne mal in die Kommentare, welchen Kreisschneider du mir empfehlen kannst, damit ich das mal in Zukunft ein bisschen besser lösen kann. Die Öffnungen für die Filter, über die ich auch gleich noch ein bisschen was sagen werde, habe ich mit der Tauchkreissäge ausgeschnitten. Der N-Filter ist, glaube ich, ein F9-Filter, der ist sehr, sehr fein. Und dann habe ich mir einen G4-Vorfilter genommen, der so den groben Staub als mal vorfiltern sollte. Und jetzt geht es auch langsam so mit dem Problem los. Um die Schrauben zu verdecken, habe ich mir einen einfachen Winkel schnell zusammengeschweißt. Sieht ganz schick aus, kann man einfach drauflegen und fand ich sehr, sehr stimmig zu der gesamten Optik von diesem Staub, von dieser Staubkiste. Anschließend kommt so die schönste Arbeit, wie ich immer finde.
kommt nämlich das Finishen. Da benutze ich wie immer mein eigenes Finish, was ich dir auch in der Videobeschreibung verlinke. Gerade bei solch großen Oberflächen poliere ich das dann ganz gerne ein bisschen ein. Dann wird das Wachs noch mal so ein bisschen erwärmt, also flüssig, und dann zieht es schneller ins Material ein. Und das hat den Vorteil, dass ihr quasi direkt weiterarbeiten könnt und nicht warten müsst, bis irgendwie ein Finish trocknet. Hier habe ich noch einen kleinen Test gemacht, und zwar habe ich mal Holz mit Hammerschlaglack lackiert und geschaut, ob es dann ein bisschen aussieht wie Metall. Hat gut funktioniert, die Optik gefällt mir sehr gut. Jetzt sind wir soweit, jetzt kommen wir zum Fehler, den ich dir jetzt zeigen werde. Also, hier ist dieser Filter. Wir haben eine große Kiste, in der sich der Staub sammeln kann, und wir haben einen groben G4-Vorfilter, der den groben Staub abfangen soll, und wir haben halt eben hier oben diesen ganz feinen Filter, der die Atemluft so gut wie möglich machen soll. Was passiert, wenn wir das Ding jetzt benutzen? Ich habe tatsächlich extrem unterschätzt, wie viel Schleifstaub so eine Maschine erzeugt. Ich greife jetzt mal einfach einmal rein. Und das war nicht so viel Holz, was ich geschliffen habe, dass so viel Schleifstaub entsteht. Und das geht bis ganz hinten durch die Kiste durch, also ziemlich viel. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der grobe G4-Vorfilter direkt voll ist. Wenn ich da ein paar Mal draufklopfe, sehe ich, das fällt dann alles runter. Und es gibt halt keine richtige Möglichkeit, diesen Vorfilter zu reinigen. Und das bedeutet, der Vorfilter ist dicht und hier oben kommt schon gar kein Staub mehr gefühlt an. Und das bedeutet im Umkehrschluss, die Kiste ist komplett sinnlos und der ganze Staub fliegt einfach direkt in die Werkstatt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare noch zusätzlich, wie ihr sowas löst. Ich bin ein bisschen pragmatisch veranlagt. Ich bapp sowas einfach mit Klebeband zu, dann ist es halt schnell dicht. Und man kann es nochmal wie jetzt auch nochmal schnell aufmachen. Damals in der Schule, ich glaube, das war die 7. Klasse. Da hat uns unser Elektrotechniklehrer ein Bohr ausgedellt, da war dann so kaputtes Kabel drauf abgezeichnet. Und da waren so drei Fragen, was kann man machen, wenn das Kabel angerissen ist? A, nicht mehr benutzen, B, erneuern, C, mit Isolierband flicken. Was habe ich natürlich angekreuzt mit Isolierband kleben. Und da war ich ganz baff, dass der Lehrer mir gesagt hat, so, oh, das geht aber gar nicht. Wer hätte das auch angekreuzt? Seid ehrlich. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du das jetzt tust, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass YouTube dir mein nächstes Video vorschlägt. Was könnte das nächste Video sein? Ganz einfach die Problematik, wie mache ich das jetzt sauber oder wie sauge ich das hier ab? Mit einer normalen Absauganlage wäre der Filter direkt dicht. Ich werde aber bald was bauen, was günstig, cool und einfach umzusetzen ist. Will ich noch nicht so viel dazu sagen, kommt aber bald als Video auf meinem Kanal. Und hier seht ihr halt eben das Riesenproblem. Hier ist fast kein Staub durchgekommen, weil hier dieser grobe Vorfilter alles abgeblockt hat. Und dann war halt eben der Filter zu und es konnte keine Luft mehr durchkommen. Ihr könnt da ganz gut erkennen, der Filter ist komplett voll. Also es ist extrem viel Material und das werde ich jetzt auch genauso wegwerfen. Das habe ich halt einfach nicht abklopfen können. Der Zufall ist eigentlich ganz witzig. Mir hat mich der liebe Tobias geschrieben, das ist ein Zuschauer, ob ich nicht seine Filterpatrone abkaufen möchte. Die hat er nur ganz selten benutzt und deswegen werden wir die jetzt eben benutzen. Was macht diese Filterpatrone so entscheidend, dass man die hier besser benutzen kann? Das ist hier innen drin, diese Funktion. Die ermöglicht es einem, den Staub abzuklopfen, dass man eben da nochmal freie Filter hat. We'll be right back.
Ich kann den Vorteil nur noch mal wiederholen. Ich kann die Filter jetzt abschließen und anschließend sind die Filter wieder frei und der Schleifstaub hat wieder einen Weg, wo er auch durch kann. Und das ist einfach super wichtig, wenn ihr eine Absauganlage in eurer Werkstatt habt. Schaut, dass ihr vielleicht alle paar Tage, nachdem ihr in der Werkstatt fertig seid, den Sack ein bisschen ausklopft. Ihr hört auch jetzt schon vielleicht ein bisschen, da fällt sehr, sehr viel Material unten in den Sack wieder rein, weil die setzen sich einfach mit der Zeit extrem zu. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Das hilft mir einfach, mehr Leute auf YouTube mit meinen Videos zu erreichen. Wenn du jetzt noch mehr von mir sehen möchtest, dann kannst du dir einmal oben das Video anschauen. Das ist ein Video, da zeige ich dir meinen Langbandschleifer im Detail, was das Coole dran ist, was die Maschine ausmacht und was das Teil auch gekostet hat. Und wenn du günstige Möbel mit Bauplan selbst bauen möchtest, den Bauplan schenke ich dir in dem Video, dann klick auf das untere, da zeige ich dir, wie ich das Ganze mache, aus welchem Holz ich das mache und was das Ganze auch wieder gekostet hat, plus kostenlosen Bauplan. Ich wünsche dir einen tollen Tag, sag bis zum nächsten Video, tschüss und bin jetzt raus.